Und damit herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2 Among Thieves. Und oh Gott, was ist mit seinem T-Shirt los? Das verpixelt ja übelst. Wir müssen Elena hier rausschaffen. Oh Gott. Ich mach den Weg frei. Hört auf mich zu zielen. Danke. Bitte. Danke. Appreciate it. Komm, du schaffst das. Durchhalten. Und ein guter Wurf kann Leben retten. Nur nicht in diesem Fall. Aber der Wurf war ja auch nicht gut. Na, komm raus mit deinem Kopf. Ach du Kacke, du willst mich doch rollen. Wo ist denn jetzt das Scharfschützengewehr? Bloß nicht runterfallen hier, Nate. Nate. Na, nimm dir mal das. Bam. Bam. Scheiße. Der wackelt viel zu dolle immer, wenn er angeschossen wird. Dankeschön. Alter, deck dich doch. Er duckt dich. Wahrscheinlich deck dich. Nur die latschen einfach vor. Boom, Headshot. Durch, der Wackelkopf steht immer noch. Ist doch nicht wahr. Wie kann denn der Wackelkopf immer noch nach dem Headshot stehen? Ja, du warst eigentlich nicht mein Ziel, aber ist okay. Logik. Er kassiert Headshot. Er überlebt. Okay. Du schaffst das. Ja, mach dich keine Sorgen, du schaffst das. Elena, alles klar? Ich glaube, ich gehe mit der Uzi weiter sogar. Na los, hier rüber. Präzisionsgewehre. Alles so gute Waffen. Wie viel Schuss habe ich denn noch? Drei. Du schaffst das. Ein großer Schritt. Wenn andere kommen, nehmen wir uns die einfach. Von denen. Wir gehen jetzt hier einfach weiter. Okay. Ich glaube, das war der letzte. Hey. Hey, Elena, wie fühlst du dich? Nicht gut. Es wird schon wieder. Hey, ich zähle auf dich. Okay. Ihr geht zum Tor. Macht so schnell ihr könnt. Warte, was meinst du? Nein. Nate, nein. Hör mal, ich muss das beenden. Nein, musst du nicht. Wag dich ja nicht, diesen Blödsinn ganz allein durchzuziehen. Bring sie nur hier weg. Nicht ohne dich. Wenn das Zeug Lazarevich und seine Armee wirklich verwandeln kann. Kurs, bitte nicht. Wenn das Harz ihn tatsächlich unbesiegbar macht und ich ihn jetzt nicht aufhalte. Aber das ist Selbstmord. Und du weißt es. Geht jetzt. Geht so weit weg von hier, wie ihr könnt. Okay, die scheint doch auf uns zu stehen. So wie die sich Sorgen macht. Oh, wir sind im letzten Kapitel. Pass auf, dann ziehen wir das letzte Kapitel einfach in dieser Folge durch. Scheißegal, wie lang die Folge wird. Außer sie wird lang genug, dass ich sie in zwei Folgen gliedern kann. Dann doch nicht. Was zum Teufel? Drake? Feuer einstellen! Er gehört mir!
Sorry, Kumpel. Du bist nicht mein Typ. Nein, nein, das ist unmöglich. Scheiße. Okay, Kollege, du willst meinen Arsch? Au. Das ist ja ein bisschen schief gelaufen. Komm, ich hüpf vor ihm weg. Ey, au! Ich wollte das hochjagen, wenn du da bist. Jetzt klettere hoch. Oh Gott, Alter. Scheiße. Ey, wer baut denn auch solche Löcher in so eine Arena rein? Leute, die sowas machen, essen auch kleine Kinder. Au. Au. Der war gar nicht da, oder? Wo ist er denn? Ach, da war er. Ups. Komm ran. Boom. Vielleicht nicht hier runterfallen. Vielleicht das jetzt nicht hochjagen lassen hier. So. Wie gefällt dir das, mein dicker russischer Freund? Au. Komm, Quicktime-Event. Schlechte Idee. Geschafft. Komm und hol mich. Komm, Digga. Komm, 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 komm. Bam, Alter, voll in die Seite. Du willst mich aufhalten. Mach schon. Oh, ran. Scheiße, er war viel zu nah. Aua. Oh, nicht da rein. Alles nur nicht da rein. Wo ist er denn? Danke fürs zu spät explodieren. Appreciated. Kann ich nicht auch was von dem Wasser nehmen? Oh Gott, wie schnell der ist. Bitte jetzt nicht schießen. Danke. Bam, Alter. Jetzt komm hinterher, komm. Zack, Digga. Oh Gott. Nein, nicht schießen. Aua. Verstehst du das Wort nicht? Nicht. Bedeutet nichts machen. Nicht, nein, aufhören. Aua, aus. Das ist nicht gut. Bam. Oh, geht der Glatzkopf zu Boden. Oh, shit. Glatzkopf ist böse. Böser Caillou. Ganz böser Caillou. Oh, Mann, das wollte ich machen. Oh Gott, die Granate. Jetzt ist er mit seiner eigenen Granate getroffen, der ist so blöd. Ja, komm ran. Oh Gott, Alter, wie viel er wirft. Übertreib doch nicht gleich. Aua. Oh, oh, gar nicht gut. Was ist denn los, Glatzi? Au. Nein, scheiße. Wenn ihn da voll wegballern können. Feigling. Ich bin kein Feigling. Du bist ein Feigling. Mano. Oh, er hat sich wieder selbst getroffen. Er ist so blöd. Oh, Kollege. Ich muss jetzt schon schießen, weil ich ganz genau weiß, dass der nicht vorher aufhören wird. Komm hier lang, vielleicht hüpft er ja dann da hoch. Ich glaube, er hat sich gerade selbst getötet damit, oder selbst getroffen. Jetzt, bam, Alter.
Gott, wie er aussieht. Oh shit. Nein, 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 nein. Oh, ei, 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 ei. Ja, genau, stirb doch endlich. Zack. Oh, was ist denn hier los? Ich schätze, da darf ich nicht rein, das tut weh. Oh Gott. Aua. Bitte nicht schießen. Das ist okay, ja. Schlag mir in die Fresse. Das ist okay. Komm hier, schlag sogar zurück. Wie gefällt dir das? Ah, nicht da rein. Ja, die Granaten kannst du gerne behalten. Bin jetzt kein Fan davon. Pass mal auf, wenn der jetzt wieder da vorbeischaut. Bitte keine Granaten werfen. Ha, das hast du davon, wenn du nicht auf mich hörst. Du Opfer. Du denkst, ich bin ein Monster. Aber du bist nicht besser als ich, Drake. Wie viele hast du getötet? Wie viele allein heute? So ist es, Junge. Kein Mitleid, keine Gnade. Du hast... Nein. Du hast nicht den Willen. Vielleicht nicht. Die aber schon. So ein Mist. Tja, das war's dann wohl mit Lazarevich. Oh, und das war's auch fast mit mir. Und anscheinend auch gleich mit Teil 3. 2. Danach kommt erstmal Neck 2. Boah, krass. Oh, hoch da. Drake, habe ich nicht gerade eben gesagt, hoch da? Du bist hier nicht im Freizeitpark, wo du einfach runterspringen kannst. Das liebe ich halt in solchen alten Spielen, ja. Wenn sich dann die Steuerung verhakelt und dann nicht das macht, was sie soll. Wie zum Beispiel jetzt lag ich hier hoch und dann hat er sich wahrscheinlich da unten irgendwo dran festgehangen. Nein, das war zu früh. Oh Gott, zum Glück wurde ich nicht bestraft dafür. Ich bin zu früh abgesprungen. Diesmal bin ich gar nicht gesprungen, wurde nicht bestraft. Ich danke. Wo hänge ich? Was? Wo? Komm hoch! Nein! Ey, ich hab doch gedrückt, du dämlicher Esel. Bitte wieder vom... Ach ja, ich hasse sowas. Wer designt denn so einen Scheißdreck, Alter? Mach doch ne... Komm, leck mich am Arsch. Steh auf und lauf. Zitat aus dem Krieg. Alter. Drake, ich reiß dir gleich beide Beine ab und dann kannst du zusehen, wie du anfängst zu laufen. Jetzt wäre ich schon wieder stinkig. Ja, lauf einfach. Lauf einfach. Immer laufen. Laufen, laufen, laufen. Da hast du zwei Beine, einen vor den anderen. Den Fuß. Ist ein Tutorial, ja? Lauf jetzt da hoch. Ja, guck mal da. Guck mal da. Du kriegst es doch hin. Ey. Auf und jetzt. Zack. Ey, wow. Warte, immer weiter. Immer weiter machen. Pass auf. Links vor rechts, links rechts, links rechts, immer abwechselnd. Guck mal da, wie das funktioniert, Drake. Meine Güte, geht er ab. Guck's dir an. Jetzt ganz schnell, jetzt. Hopp. Jawohl. Und weiter. Ist die Szene bitte bald mal vorbei hier, dankeschön. Wie ich sowas hasse. Darauf war ich gar nicht vorbereitet.
war gerade überfordert, ob ich jetzt das Mic deaktiviere oder ob ich deaktiviere oder ob ich was mache. Na los, geht's. Danke. Na los, wir müssen sie hier rausschaffen. Auf geht's. Na los, Schätzchen. Was hast du da hinten gemacht? Ach, nur die Welt gerettet. Na toll. Okay. Hast du sie? Das dauert so lange. Auf geht's. Wird alles gut, okay? Alles wird gut, wirklich. Elena, jetzt komm schon. Elena! Komm schon, Süße. Oh, meine Bemerkung. Tja, das war ein seltsamer Trip, nicht wahr? Oh ja. Du solltest öfter die Heldin spielen. Das steht dir. Nee. Du, sag mal, Nate. Was? Liebst du sie? Chloe, tut mir leid. Nein, ist okay. Wirklich, ist okay. Tu dir einen Gefallen, Cowboy. Sag's ihr. Chloe. Nein. Ich geh dann mal besser. Aber gib's zu. Mein Arsch wird dir fehlen. Na, wer ist denn da aus dem Bett gekrabbelt? Sie ist ein mieser Patient und verdammt stur. Ich bin nicht stur. Ich bin nur unruhig. Also kein Riesensaphir. Noch einmal nein. Bist du dir da sicher? Ja. Es ist nur eine Metapher, Sunny. Eine Metapher zahlt keine Miete. Ach, irgendwas gibt's doch immer. Hab Vertrauen. Nur davon kann ich mir leider nichts kaufen, Jungchen. wo ist Chloe hin? Bis später. Oh nein. Verbrenn dir nicht die Finger, Sally. Aha. Gut gemacht, Nate. Ihm hätt's gefallen. Ja? Also, wie geht's jetzt weiter? Hm? Ich weiß nicht. So weit habe ich nicht gedacht. Ja, natürlich nicht. Aber dieses Mal habe ich das auch nicht. Gut. Also, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Angst hattest du um mich? 4. 4? Ja, wieso? Eine 4. Ja. Das war mindestens eine 8. Eine 8? Eine klare 8. Eine 8. Diese Wächterviecher waren eine 8. Du machst doch Witze, ja, oder? Ja, die waren echt schrecklich. Und was ist eine 10? Clowns. Clowns findest du schlimmer als meinen Tod? Ich hasse Clowns. Ich hasse Clowns. Das stimmt nicht. Du dachtest, ich sei tot. Nein, du dachtest, ich sei tot. Ich wusste, es wird gut. Die sind ganz schön gekullert. Tränen? Mhm. Es hat geregnet. Nein, hat es nicht. Du warst bewusstlos und es hat geregnet. Es war total sonnig und du hast geheult. Es war nicht sonnig und du warst bewusstlos. Egal. Ich hab's doch genau gesehen. Ich weiß es. Eine 4. Musik.
damit bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem Projekt. Es hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht, da der aus dem ersten Teil schon teils sehr perverse Humor hier weiter ausgebaut wurde. Das ist genau mein Geschmack, besonders der letzte Satz dann von Chloe. Mein Arsch wird dir fehlen. 10 von 10 auf der Humorskala. Ich bin auch der Meinung, die sollten eine Dreiecksbeziehung führen. Kann auch gut sein für Nate. Aber ich glaube, so wie er sich entschieden hat, war es vielleicht auch richtig für beide. Und Chloe geht jetzt ihre Wege. Ich weiß nicht, ob wir sie im dritten Teil sehen werden. Das werden wir in ein paar Monaten sehen, wenn ich dann fertig bin mit ein paar anderen Spielen. Dann werden wir Uncharted 3 spielen. Aber bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem anderen Projekt hoffentlich wieder. Bis dahin, haut rein und bleibt gesund, Leute. Man sieht sich.